Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum stärksten und schwersten Motorsport auf Rädern, Traktorpulling. Davon soll in den nächsten Minuten die Rede sein. Sicherlich hätte dieser alte Deutz hier aus 1938 mit seinen 12 PS keine Chance. Denn es geht darum, einen sogenannten Bremswagen über eine 100 Meter lange Bahn zu ziehen. Der Bremswagen allerdings hat eine unangenehme Eigenschaft. Je weiter man ihn zieht, desto schwerer lässt er sich ziehen. Nicht alle Traktoren innerhalb einer Klasse schaffen den sogenannten Full Pull, das heißt die 100 Meter. Gestartet wird übrigens in unterschiedlichen Klassen. Da gibt es zunächst die Standardklasse. Das sind ganz normale Traktoren, wie man sie täglich bei der Arbeit auf dem Feld sehen kann. Die Superstandard-Traktoren haben außer dem Äußerlichen mit einem normalen Traktor nur noch den Motorblock gemeinsam. Mehrere Turbolader und ausgeklügelte Tuning-Technik verleihen etwa das Zehnfache der Originalleistung. Doch die meisten Zuschauer warten auf die freie Klasse. Eigenbautraktoren bis zu 10.000 PS gibt es zu sehen. Genommen wird alles, was Power en Masse verspricht. Ob Diesel, Panzermotoren, Flugzeugmotoren, V8 oder gar Turbinen. Alles ist erlaubt. So, nun wissen Sie schon einiges über Traktorpulling und was es bei einer Veranstaltung alles zu sehen gibt, das zeige ich Ihnen jetzt. Wie überall im Motorsport werden morgens die Fahrzeuge von den Teams nochmals überprüft. Reifen, Motoren, einfach alles, denn es geht schließlich um Punkte in der deutschen Meisterschaft. Dieser hier übrigens ist zurzeit auf Platz 2 in der 3,4 Tonnen freien Klasse. Hat aber nur einen geringen Punktevorsprung vor seinem Rivalen aus Niederbayern, der bis jetzt noch nicht auf dem Veranstaltungsgelände erschienen ist. Ein Allison-Flugzeugmotor aus dem Zweiten Weltkrieg, der jetzt mit Alkohol befeuert wird, dient als zuverlässige Antriebsquelle. Beim Green Fighter Team ist besondere Arbeit angesagt. Die Anzahl der Motoren wird auf 3 reduziert, um für die 4,4 Tonnen Klasse nicht zu schwer zu sein. Spezialisten benötigt man im, um und unter dem Traktor, um konkurrenzfähig zu sein. Das Fox-Team aus Dänemark lässt schon die Motoren warm laufen, was darauf hindeutet, dass es gleich losgehen wird. Während die Superstandards noch aufs Abladen warten, ist in der Bahn bereits die grüne Flagge für den ersten Starter zu sehen. Klaus Heistermann ist heute gut unterwegs und die beiden Continental-Panzermotoren hat er im Griff. Full Pull. Peter Larsen aus Dänemark mit 4 aufgeladenen V8-Motoren. Kein Problem, der Full Pull. Green Monster aus Füchtorf, ohne Turbolader, dafür wieder mit Original Allison Höhenlader ausgestattet. 2000 PS stark, doch was nützen die, wenn man nicht in der Bahn bleibt? Red Lion aus Luxemburg, ein mächtiger Curtiss-Wright 18-Zylinder-Doppelstern-Motor mit 54 Litern Hubraum ist auf diesen neuen Traktor aufgebaut. 3500 PS kann er leisten. Doch das meiste dieser Leistung geht hier offensichtlich in der Kupplung in Wärme über. 66, 47 die Weite. Bei der 60-Meter-Marke kommt das aus für Serge. Bibendum, so heißt der von Michelin gesponserte Traktor. Er hat den gleichen Motor wie das Green Monster. Und da sieht ihn der Bahnkommissar bei der 70-Meter-Marke schon außerhalb der Bahn. Doch Günter Rahl, der Fahrer, sieht das etwas anders.
Sie meinten, ich wäre aus der Bahn gewesen, aber es stimmt nicht. Mal gucken, was jetzt aber rauskommt. Green Monster, der zweite Versuch. Da geht die Leistung in die Knie. Was ist passiert? Hier sehen wir es deutlich. Die Schweißnaht war wohl dem Luftdruck des Ladegebläses nicht gewachsen. Jeder Starter hat zwei Versuche, von denen der weiteste gewertet wird. Und so versucht es Günter Rahl nochmal. Spannung beim Publikum, schafft er den Full Pull? Nein, leider nicht, aber der zweite Platz in der deutschen Meisterschaft ist ihm hiermit sicher, denn der Einzige, der ihm einen Strich hätte durch die Rechnung machen können, wäre Sepp Ries aus Niederbayern mit seinem Traktor Wolpertinger gewesen. Der fehlte allerdings nach wie vor, obwohl der Sepp einen Start des Wolpertingers an diesem Tag in dieser Klasse vorausgesagt hatte. Da freut sich natürlich Günter Rahl und gratuliert bekommt er auch noch. Wir kommen zum Stechen mit erschwerter Bremswageneinstellung. Die Bahn scheint etwas problematisch zu sein, denn auch Klaus Heißermann, der Landmaschinenmechanikermeister, wird nach rechts außen gedrängt, muss deshalb Gas zurücknehmen und landet schließlich bei 66,89. Etwa eine Tonne Gewicht mehr befindet sich jetzt in diesem Gewichtsbehälter beim Stechen. Wie weit wird Peter Larsen kommen? Leistungsmäßig ist er den beiden Continentals überlegen. Da ist jeder Kommentar überflüssig. Es gewinnt also Peter Larsen mit den 4 aufgeladenen Chevy-Motoren, obwohl nach wie vor Richard Holz mit dem Museumskett die deutsche Meisterschaft anführt. Aufgrund von Motorproblemen konnte er heute nicht an den Start gehen. Die Super-Standard-Klasse. Aus dem hohen Norden, aus Edewecht, der Platzhirsch. Deutlich zu sehen, dass dies kein serienmäßiger Traktor ist. 3 Turbolader und eine ausgeklügelte Tuning-Technik verhelfen zu etwa 1000 PS. Hans-Peter Stratmann aus Velbert mit einem IH. Eine außergewöhnliche Anfahrtechnik für einen Superstandard-Traktor mit entsprechendem Ergebnis. 27,21 Meter. Ja, meine Damen und Herren. Hans Schweiger aus Bauerbach in Bayern. Das Tuning-Kit dieses IH stammt aus Chicago von der Firma Hypermax. Diese Firma hat sich auf das Tunen von IH-Traktoren spezialisiert. Klaus Blank mit dem Fiat Super Agri aus Kardorf bei Bonn. Und auch er hat offensichtlich Probleme mit dem Traktor und mit der Bahn. Er
selbst meint dazu: Vorne zu leicht, aber wir haben kein leeres Gewicht mehr. Im Stechen dann schließlich die beiden Platzhirsch und Rowdy. '83/48 legt der Platzhirsch vor. Hans Schweiger führt in der deutschen Meisterschaft und fährt hier dem Sieg entgegen. 93,18 Meter seine Weite. Manfred Kilian, wir beobachten jetzt das Geschehen schon eine ganze Zeit hier in der Bahn und zwangsläufig stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Umweltschutz. Umweltschutz und Traktorpulling, lässt sich das heute noch vereinbaren, ja oder nein? Wie sieht es aus? Wir sind der Meinung, ja. Denn erstens fahren wir mit Alkohol, der biologisch abbaubar ist. Zweitens verbraucht so ein Traktor zwischen 10 und 20 Liter Treibstoff für einen Zug. Das addiert sich dann im Jahr zusammen auf ca. 300 bis 600 Liter Kraftstoff. Wenn man jetzt bedenkt, was ein durchschnittlicher Pkw-Fahrer im Jahr verbrannt, ist es, glaube ich, noch zu akzeptieren. Soweit der zweite Vorsitzende der DTTO, des ideellen Trägers aller Traktorpulling-Veranstaltungen in Deutschland. An Probleme mit der Umwelt dachten diese Herrschaften allerdings sicherlich noch nicht. Wir schreiben das Jahr 1939. Jack und Joe, die beiden Farmer, möchten endlich einmal herausfinden, wer von ihnen den stärkeren Traktor hat. Jeder ist natürlich von seinem eigenen überzeugt. Dieser Stein soll gezogen werden. Doch Jack hat keine Chance. Für Joe ist das kein Problem. Sie hat gleich gewusst. Jack lässt sich das nicht gefallen. Joe traut seinen Augen nicht, was da ankommt. Es ist einer der ersten freie Klasse-Traktoren. Der muss es doch schaffen. Natürlich, der erste Full Pull eines freie Klasse Traktors. Das Publikum war damals schon von dieser Art landwirtschaftlichen Sports sehr begeistert. Mit Ausnahmen versteht sich. Heute zieht Traktorpulling bis zu 20.000 Zuschauer pro Veranstaltung an. Und allen, ob jung oder alt, gefällt's. Sehr gut. Also sollte es öfters geben, als wie nur so zwei, drei Mal hier in der Ecke. Sehr interessant. Oh, schön, spannend. Ja, super. Das ist unbeschreiblich. Die Kraft, einfach alles super. Das Verhältnis zu den Fahrern, einfach das ganze Umfeld, da alles selbst gebaut wird, das ist einfach vom Feinsten. Oh, das ist Wahnsinn, Mann. So reifend. Oh, Entschuldigung. So reifend. Das ist echt toll hier. Sag mal ehrlich. Da fahren wir wieder hin. Ganz klasse. Erste Mal gesehen, aber da fahren wir wieder hin. Im Fahrerlager macht sich die freie Klasse bis 4,4 Tonnen startklar. Erster Starter ist Enrico Vollertun mit dem Green Fighter. Drei Allison-Flugzeugmotoren, die mit Alkohol befeuert werden, verleihen über 6000 PS.
Full Pull, aber Probleme mit den Kupplungen. Jeder Motor hat übrigens eine. Der letzte Diesel, der in der feinen Klasse noch mitfährt, gesteuert von Arnold Kunz aus Stuttgart. 45,4 Meter kommt er hier weit. Fox, jetzt mit 6 Chevy V8. Nur 11 Sekunden benötigt er für diesen Full Pull. Eugen Kiemele, der Schwabe aus Eschach-Seifertshofen. Er ist bereits mehrfacher deutscher Meister und mehrfacher Europameister. 5 Areas V8 Motoren, von denen einer bis zu 1800 PS leisten kann, sind aufgebaut. Tim Engler, einer der berühmtesten und besten Traktorenbauer in den USA, hat den Rahmen, das Getriebe und einige weitere Teile des Traktors gebaut. Amtierender deutscher Meister. Ob das wohl der Grund ist, warum Eugen Kiemele den Traktor The Killer genannt hat? Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Wir sehen uns das Ganze nochmal in Zeitlupe an. Eugen Kiemele kommt zu weit zur linken Seite und muss daher den Kurs leicht korrigieren. Er schlägt dazu die Vorderräder nach rechts ein. Der Traktor folgt auch der Laufrichtung. Doch etwas zu stark hat er da wohl eingeschlagen, denn er muss gleich wieder in die andere Richtung korrigieren. Das tut er jetzt und bekommt gleichzeitig vom verängstigten Bremswagenfahrer das Not ausgezogen. Jeglicher Antrieb fehlt in diesem Moment. Der Bremswagen fährt durch den Schwung, den er hat, auf den Traktor auf. Man muss berücksichtigen, dass sich das Ganze in Bruchteilen von Sekunden abspielt. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage nach der Sicherheit beim Traktorpulling. Dazu nochmal Manfred Kilian. Sicherheit wird bei uns ganz groß geschrieben. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Reglements. Vor jedem Start werden die Traktoren auf ihre Sicherheit überprüft. Was wird denn zum Beispiel bei diesen Traktoren geprüft? Es werden die passive Sicherheitseinrichtungen, das heißt schutzrotierender Teile, das heißt unser Notaussystem, Bremse, Überrollbügel, das ganze Programm wird durchgeprüft. Das sind etwa 30 Punkte. Zweiter Team. Lässt sich vierstechig schon zurücksetzen. Kupplungsprobleme und ob sie überhaupt an den Start gehen können. Kräftigen Applaus bekommt er von seinen Fans und ein Lächeln hat er auch schon wieder auf den Lippen. Hier sehen wir das Ganze in einer etwas schnelleren Zeitlupe nochmal. Zurück zum Wettkampf. Ulrich Kropp mit Century Fox. 2 Rolls-Royce Griffon Motoren, 5000 PS, 72,8 Liter Hubraum. Full Pull mit Mühe. Impala, ein Traktor aus den Niederlanden. Nimmt Gas zurück, er hat Angst, aus der Bahn zu kommen. 44,6 Meter, da bleibt er stehen. Doch was ist das, ein grüner Rolls-Royce? Und Sepp Ries als Fahrer? Der Wolpertinger. Er konnte in der 3,4 Tonnen Klasse nicht an den Start aufgrund eines Staus auf der Autobahn, der ihn 2,5 Stunden aufgehalten hat. Er probiert es jetzt hier, obwohl er keine Gelegenheit hatte, den Motor vor dem Start warmlaufen zu lassen. Entsprechend ist das Ergebnis 52,45 Meter. Ärgerlich ist so etwas schon. Arnold Kunz beim zweiten Versuch. 4,08 Meter.
Eugen Kiemele zeigt ihm, so wird's gemacht. Sepp Ries hat noch einen Traktor mitgebracht, Lady Emily. Der gleiche Motor wie beim Wolpertinger, doch der Traktor wurde umgebaut, wurde leichter gemacht, um auch in der 3,4-Tonnen-Klasse starten zu können. Doch die nötige Feinabstimmung der Kupplung, die fehlt. Sepp ist der Pechvogel des Tages. Stechen. Der Laser, mit dem die Weite gemessen wird, das Team aus Füchthorf bei Münster konnte trotz Full Pull mit dem Green Fighter im Stechen nicht antreten. Der Teamchef Heinz-Josef Hörstkamp wollte den Traktor für die 5,4-Tonnen-Klasse schonen. Daher jetzt Ulrich Kopp mit dem Century Fox. Schon öfter hat er bewiesen, dass sein Traktor zu den besten in Europa gehört. Viele erfolgreiche Traktoren fahren übrigens mit der gleichen Motorbestückung. Doch nachdenklich ist er schon vor dem Ziehen. Wie sieht er die gezogene Weite? Schlecht eigentlich. Die Maschinen, es gibt irgendwo Probleme, wie sie das ganze Jahr schon. Ich weiß nicht, was im Moment los ist. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Bahn ziemlich schwer ist, was wir in diesem Jahr noch nicht gehabt haben. Und da wir eine schnelle Übersetzung fahren, wird es wahrscheinlich daran liegen, dass die Maschinen dann natürlich in den Keller gehen. Bei hoher Raddrehzahl ist es natürlich. Und der Bremswagen geht ziemlich hart rein und es ist Probleme. Eugen Kiemele, schafft er es, an den Fox aus Dänemark heranzukommen? Nein, 72-21, damit Platz 2. Sieger ist also Peter Larsen mit den 6 Chevy-Motoren. Die Minis stehen auf dem Programm. 900 Kilo dürfen Traktor und Fahrer maximal gemeinsam wiegen. Als Antriebsquelle dient bei den meisten ein V8-Motor, der hier gerade seinen Geist aufgibt. Das Leistungsniveau ist in den letzten Jahren in dieser Klasse sehr stark angestiegen. 1000 PS und mehr muss man bringen, um einen der vorderen Plätze zu belegen. Bei den Besten liegt die Reifenumfangsgeschwindigkeit sogar jenseits der 200 Stundenkilometer. Die Gebrüder Schwarz aus Oberhammersbach sind sogar mit einem 12-Zylinder-Mini gekommen, mit dem sie 1993 schon Europameister geworden sind. Doch auch bei ihnen läuft nicht immer alles glatt. Also momentan sieht es für uns nicht gerade so gut aus, weil wir viele technische Probleme haben dieses Jahr. So unerwartete. Also als erstes haben wir da die Ansaugrohre gemacht, bringt ein bisschen Leistung. Und dann haben wir am Anfang des Jahres Probleme gehabt mit den Kolbenringen, dass sie gebrochen sind. Jetzt haben wir neue Kolbenringe drin, die halten jetzt, aber im letzten Lauf haben wir einen Fresser gehabt. Jetzt müssen wir gucken, was heute, ob es besser wird. Ja, wir liegen jetzt auf dem zweiten Platz, punktgleich mit Nightmare. Und hoffen halt, dass wir, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, dass wir aufholen können.
Und da kommt er. Von technischen Problemen nicht die Spur zu sehen. Full Pull. Der Konkurrent, Nightmare. Lokalmatador Peter Domen fährt ihn. Full Pull für ihn, also gibt's ein Stechen. Gefilmt wird hier The Eagle. Dem fehlt allerdings der mittlerweile obligatorische Blower, um auch einen Full Pull zu ziehen. 87,56 Meter. Blue Magic versucht es noch einmal. Doch auch ihm fehlt etwas an Leistung. Meter. Leistung hat dieser zwar satt und genug, doch vielleicht fühlte er sich von diesem Rundfunksprecher hier etwas irritiert. Im Stechen dann Wild Thing aus den Niederlanden. 55,36. Und mit diesem Pull kommen die Brüder Schwarz auf 66,01 Meter. Kann das Lokalmatador Peter Domen überbieten? Nein, das reicht nicht ganz. 58,73, Platz 2. So. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, ne? Ja, eigentlich schon. Aber ich fahre jetzt das erste Mal mit dieser Maschine auf dieser Bahn. Und die ist sehr gut, die Bahn, muss ich sagen. Und ich hätte vielleicht vorne etwas Gewicht wegnehmen sollen und das nach hinten verlagern. So unterschiedlich können die Meinungen zu einer Bahn sein. Führend in der deutschen Meisterschaft allerdings ist Joker von Thomas Zimmermann. Motorprobleme machten einen Start heute unmöglich. Wir kommen zu den schwersten Traktoren. 5,4 Tonnen sind sie jetzt schwer. Zusätzliche Gewichte hängen am Traktor von Eugen Kiemle, um in dieser Klasse erfolgreich starten zu können. Eugen Kiemle ist in dieser Klasse in 1993 sogar Europameister geworden. Die Erwartungen an ihn vom Publikum sind natürlich entsprechend hoch. Und er enttäuscht nicht. Full Pull. Case Zeisling mit Ed Kipmans hier aus Holland. Optisch, akustisch und leistungsmäßig ist der Traktor einer der besten Europas. Was er auch hier unter Beweis stellt. Stark, dann ist er genauso gut. Ja, riesen Applaus für unseren Gast aus den Niederlanden, der doch noch hierher gekommen ist. Ulrich Kropp mit der gleichen Motorbestückung wie Kees Zeisling. Probiert es, aber da sind sie wieder, die Probleme, die er eben in der 4,4 Tonnen Klasse im Kurzinterview ansprach. Green Fighter mit 4 Allisons, der stärkste Traktor Europas. Full Pull in 9,5 Sekunden. Wir sind schon im Stechen.
Noch mehr Gewicht liegt jetzt im Bremswagen. Grünes Licht am Laser. Grüne Startflagge, Start frei für den ersten Start im Stechi. Eugen Kiemele verlangt dem Traktor alles ab, was er an Leistung zu bieten hat. Der Lohn, 99,5 Meter, knapp am Full Pull im Stechen gescheitert. Case Zeissling kann da nicht mithalten. Der Traktor drohte dort aus der Bahn zu kommen. 73,26 die Weite. Ist das ein Traktor? Green Fighter jetzt mit Full Pull im Stechen. Nein! 90,55 und damit 8,5 Meter weniger als Eugen Kiemele. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mit dabei zu sein beim stärksten und schwersten Motorsport auf Rädern. Und mit ein paar Impressionen von diesem Sport möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden.